Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit mir unterwegs sein wollt. Heute gehen wir in das sächsische Tal der Burgen, nämlich ins Tal der Zwickauer Mulde und begeben uns auf die Suche nach der verschollenen Zinnburg. Ihr habt von der Zinnburg noch nie was gehört? Na, dann kommt einfach mit und ich wünsche euch viel Spaß auf unserer kleinen Entdeckungsreise. Wir wollen heute nicht nur nach der verschollenen Zinnburg suchen, sondern auch ein kleines Stück laufen. Und so starten wir in Tierbach, genau genommen am Wasserkraftwerk, und können völlig entspannt den Muldetalweg rechts flussaufwärts benutzen. Diese Eisenbahnbrücke erinnert uns an ein trauriges Kapitel Verkehrsgeschichte, denn auch die Muldentalbahn fiel leider dem großen Verkehrskahlschlag der 90er Jahre zum Opfer. Wolkenburg, unser Zwischenziel, liegt vor uns. Natürlich fällt hoch oben auf seinem Bergsporn das Ende des 12. Jahrhunderts errichtete Schloss sofort ins Auge. Die Geschichte des Schlosses und seines schönen Schlossparkes bietet reichlich Stoff für einen ganzen separaten Film. Deshalb lassen wir es heute weg. Wir wollen ja schließlich noch die Zinnburg suchen. Erfreuen wir uns also an diesem alten, aber liebevoll restaurierten Häuschen und besonders an der Mühle bzw. dem naheliegenden ehemaligen Sägewerk von Wolkenburg. Schließlich überqueren wir mittels der Hängebrücke, die bei uns in Sachsen auch Schaukelbrücke genannt wird, die Mulde. Auf der anderen Seite angekommen, orientieren wir uns in Richtung Hauboldfelsen. Im Übrigen, wie immer, könnt ihr die GPS-Daten bei Outdoor Aktiv und bei Komoot herunterladen. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Oben angekommen auf dem Hauboldfelsen hat man, wie ihr seht, einen schönen Blick hinunter auf das Tal der Zwickauer Mulde und auf Wolkenburg. Zudem ist hier die Zeit für eine kleine Geschichte, nämlich die Sage vom Ritter Haubold, der verfolgt von Räubern mit seinem Pferd den Sprung von diesem Felsen wagte. Wie die ganze Sache ausgegangen ist, wollt ihr wissen? Ich will euch doch die Spannung nicht nehmen, denn wenn ihr hier wandert, dann wollt ihr es doch selbst nachlesen. Ihr glaubt, eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sage von der Rosttrappe zu erkennen. Aber auch wenn sich die Geschichten vom Grundprinzip ein wenig ähneln, schön finde ich beide. Thank you.
Nach einem, wie ihr gesehen habt, kurzweiligen Weg erreichen wir schließlich Zinnberg. Beim Namen Zinnberg könnte man unwillkürlich an Bergbau denken. Dem ist aber nicht so. Der Name stammt tatsächlich von einer früheren Burg, welche Zünemburg genannt wurde. Ich habe vorher sehr lange und intensiv recherchiert. Eins kann man im Internet herausfinden. Wir befinden uns hier nämlich in altem slawischen Siedlungsgebiet. Nachdem es vom deutschen Ritterorden erobert wurde, legten die Ritter solche Burgen an, um ihr neues erobertes Gebiet zu schützen. Im Muldental, deshalb der Name Tal der Burgen, finden wir noch viele davon. Und genau diese Zinnburg und seine Überreste wollen wir jetzt suchen gehen. Doch wo? Die Angaben sind sehr widersprüchlich. Ich habe jede Menge Anwohner gefragt. Die meisten wussten nicht einmal etwas von einer Burg. Bis ich endlich den richtigen gefunden habe. Es existieren nämlich tatsächlich Reste der alten Burganlage. Das Problem, die Burg lag auf einem Felssporn oberhalb der Mulde. Der Zugang von der Flussseite ist heute fast unmöglich. Von der Straßenseite wird die Ruine jedoch komplett von privaten Grundstücken eingeschlossen. Eine Anwohnerin hat mir jedoch auf meine Bitte hin erlaubt, durch ihr Grundstück durchzugehen und Fotos der Ruine zu machen, damit ihr einen Eindruck von der früheren Burg erhalten könnt. Jedoch unter der Bedingung, dass ich an euch und eure Vernunft appelliere, nicht diese Privatgrundstücke zu durchlaufen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß auf der Ruine. Jetzt bleibt nur noch ein kleines Stück zu gehen. Dann erreichen wir wieder unsere Zwickauer Mulde. Finden jede Menge weitere Hinweisschilder für andere mögliche Touren. So auch auf den Mulde-Radweg. Für uns soll es jedoch für heute genügen. Wir überqueren die Hängebrücke. Ihr wisst ja jetzt, auf Sächsisch Schaukelbrücke. Und diese hier schaukelt tatsächlich ganz ordentlich. Und erreichen wieder das Wasserkraftwerk in Tierbach. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen Rundwanderung und an der wiederentdeckten alten Zinnburg. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Wer es noch nicht getan hat, der sollte es spätestens jetzt tun, nämlich meinen Kanal selbstverständlich kostenlos abonnieren. Denn bald geht es weiter mit wunderschönen Wanderungen, unserer Pilgerreise nach Rom und vielem anderen. Bis bald. Ciao.